Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Everdream Valley. So, wir sollen also 5 Fotos machen. Das ist unsere Aufgabe. Mit dem Fotoapparat. Immer in der Tasche haben. Von 5 einmaligen Orten. Oder wunderschönen Orten. Mit einem schönen Fotomotiv. Und wir waren ja hier schon mal über die Brücke gegangen in der letzten Folge. Haben uns einen Alpaka geschnappt und sind davon gezogen. So, dann gehen wir jetzt mal zum Fotoapparat. Fotospeicher. Und ich habe gerade gesehen, ich habe ja noch Tomaten, die kann ich auch noch pflanzen. Sollte ich natürlich auch noch machen. So, Tomaten hatte ich da. Hier kommen die Tomaten hin. So. Und noch eine Tomate. Perfekt. Oh, ich muss wieder wässern. Aber zuerst. Die Schaufel brauche ich jetzt zurzeit nicht. Das Wasser brauche ich auch nicht. Okay. Das heißt, die Karotten erstmal. Die Paprika. Und die Aubergine. So. Sollte doch passen. Okay, damit haben wir alles gewässert. So, dann. Sind die ganzen Beeren. Das ist das Rührei. Wenn ich das ausrüste, kann ich das konsumieren. Wow, habt ihr es gesehen, wie viel Ausdauer ich mehr bekommen habe? Das ist ja Wahnsinn. Bin so begeistert. Naja, egal. Dann machen wir uns mal weiter hier auf den Weg. Haben unseren Korb in der Hand. Sollten wir irgendwas finden, freuen wir uns. Finden wir nichts, freuen wir uns auch. Deinem Tagebuch wurde eine neue Aufgabe. Vogelknöterig. Oh, jetzt ernsthaft? Nein, 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 nein. Bleib mir weg. Ja, nice. Hier ist eine blöde Gans. So, sammeln wir alles ein. Das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur noch den Vogelknöterich pflanzen.
Ich habe ja noch gar nicht allen eingesammelt. Haha. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Fugenknöterich habe ich denn? Primel, Gänseblümchen, Vogelknöterich, da haben wir es doch. So. Schönes Ding. So. Aufgabe abgeschlossen. Ah, trotzdem, das ist noch Dreck. Und da vorne liegt noch Vogelknöterich rum. Bleib mir weg. Okay, ich muss ihn wirklich nur im Inventar haben. Den Korb. Wie komme ich denn auf diese Insel? Durch das Wasser kann ich doch definitiv nicht durch, ne? Nein. Ich könnte mit dem Hund die Gans jagen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber muss ich ja nicht. Alles hier einsammeln. So. Dann gehen wir hier mal weiter. Und erforschen hier weiter die Gegend. Da vorne sind irgendwelche Sachen, die will ich haben. Was haben wir denn hier? Es sind Rüben, oder? Radieschen. Mhm. Ah, hier ist keine weitere Brücke gewesen. Hier durch das dickigste Gras. Ah ne, Lavendel. Hier ist ein Kirschbaum. Aber ich hatte jetzt hier keine Brücke gesehen, ne? Nee. Hier ist keine Brücke, also weiter nach da kann ich darüber nicht. Jedenfalls aktuell. Das heißt also, ich müsste dann so oder so einen anderen Weg finden. Weg mit dir. Mein Alpaka, ach ja. Und meine Ausdauer ist leer. Aber hey, wir haben Radieschen. Und was ist das? So sehe ich das natürlich nicht. Ehrenkorn. Oh, oh. Jetzt wird's interessant.
Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ja. Eins, zwei, drei. Eine Pause. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, der da könnte eigentlich schon wieder weg. Ich den weg? Ne, krieg ich natürlich nicht weg, ne? Ist ja klar. Okay, was kann ich mit dem dann machen? Lavendel? Nehmen wir erstmal ganz kurz die Radieschen. So, da haben wir schon mal die Radieschen. Aber jetzt, was kann ich mit dem Ehrenkorn machen? Einfach nur verkaufen. Okay. Schilfsamen. Gras. Primel. Gänseblümchen. Vogelknöterich. Steht nichts dabei. Schnell zum Händler verkaufen, bevor es zu spät wird. Händler, Händler, lieber Händler. Hallo, was kann ich für dich tun? Erstmal nach Preisen sortieren. Komm, alte Handschuhe auch weg. Gehen wir mal weiter runter. Da, Kirschen. Wunderbar. Oh, schön. Ach. Es macht keinen Unterschied, ob Wolle, also Alpaka-Wolle oder Schafswolle. Okay. Ja, muss man auch erstmal wissen, ne? Heuballen, das Stück. Ah. Das würde mir schon einiges an Geld geben, aber ich denke mal, wenn ich so 7 Stück verkaufe, ist das in Ordnung. Haben wir denn hier irgendwas Gemüsetechnisches? Hier wird es jetzt teurer, ne? Ja. Der nächste Inkubator kostet sau viel. Gut, ich könnte hier Auberginen kaufen, noch in Massen und Karotten und Tomaten und Paprika und alles drum und dran, aber. Ah, nee, ich weiß ja nicht, ne? Nee. Aber hey, jedenfalls darf ich seinen Bullen auch streicheln. Folgt er? Ja, das wäre cool gewesen. Streichelt ihn, zack, zack, zack. Und er kommt mit und dann so, haha. Mein Schatz. Okay, das heißt also, ich muss jetzt die nächsten Brücken suchen. Hier könnte irgendwo eine sein. Könnte man eigentlich mal gucken gehen. Ich glaube, in der Richtung hatte ich eine mal gesehen. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber es war, glaube ich, die mit den 20 Schlägen. Ja. Mit den 20 Holz. Ich glaube, das war sie, ne? Ja.
Fehlender Gegenstand, 16 Holz. Und das macht das Holzfällen jetzt gleich so massen einfacher. Oh, so viel simpler, so viel einfacher. Ach, ist das schön. Ah, 35 Holz, okay, es hat auch... Mir fehlte nur Holz, okay. Oh, hier kommen wir in ein Tal und... das sind Bienen und ich glaube, dafür brauche ich dann den... Wenn du in der Nähe eines Bienenschwarms anwendest, beruhigt er die Biene und für eine gewisse Zeit. Währenddessen kannst du in aller Ruhe Honig einsammeln. So. Komme ich nicht lang. Okay. Ah, da komme ich noch nicht weiter. Aber das muss man halt auch erstmal erfahren, ne? Ja. Hier ist dann auch erstmal für mich Ende im Gelände. Ende. Also auch hier die Brücke war umsonst repariert. Erstmal. Jetzt sollten wir auch erstmal wieder zurück, denn bald kommt der böse, böse Wolf. Und mit dem wollen wir uns ja nicht anlegen, ne? Schnell wieder zurück. Bestimmt bekomme ich noch erklärt, wie man die Bienen einfängt. Also für uns ist erstmal die Aufgabe wichtig, jetzt hier mehr Gemüse. Ich glaube, deswegen stehen wir auch gerade wieder so ein bisschen still. Den Gras sammeln. Ah, so hätte ich den Fehler bei mir beheben können, fällt mir gerade mal so auf, ne? Auf der PC-Version. Wer die erste Folge gesehen hat, weiß, um was ich meine, aber... So. Perfekt. Aus 100 Gras werden 50 Heu. Oh. Wieso schafft er es denn wieder nicht, das zu essen? Da krieg ich schon wieder echt... Das Mäusemelken, wollte ich gerade sagen. Und jetzt geh da essen. Ist das da? Platzieren. So ein Schwachsinn manchmal, oder? Zäune habe ich da auch noch. Ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, da Zäune zu platzieren. Das könnte ich eigentlich nochmal ganz kurz machen. Nee. Genau. So. Genau, machen wir es so.
Machen wir erstmal einfach so. Ganz einfach, ganz easy. Den Zaun muss ich dann nochmal erweitern. Ja, den hier zum Beispiel, den kann ich halten zum Abbauen. So, dann sieht das wieder schöner aus. Ja. Sieht definitiv schöner aus. Dann kann ich versuchen, das hier zu erweitern. Nämlich so. Genau, mache ich das nämlich so, baue das hier schön aus. Das, da fehlen mir noch 4 plus 3, also 7 Stück fehlen mir da noch. 7 Zäune. Kann ich 7 Zäune bauen? Seht ihr mal, kann ich sogar bauen. Ha! Dann kann ich nämlich den Stall ein bisschen größer machen. Ob das jetzt Sinn macht, sei mal dahin. Nee, ich möchte zum Abbauen. So, hat sie mehr Platz, die liebe Kuh. Ein schöner großer Stall, würde ich sagen, ist das dann, oder? So, und da ich davon noch so viel habe, von den Vogelknöterichsamen. Ja, nehmen wir das, komm. Pflanzen wir hier ein bisschen was, damit die Kuh sich auch hier ein bisschen wohler fühlt, hä? So. Okay. Dann war es das aber schon wieder hier mit der Folge. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Troh, haut rein. Tschö, tschö.